Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Forex-Ausgabe. Heute ist Mittwoch, der 5. Dezember 2012. Mein Name ist Negeo und wie es eher wahrscheinlich war, dass die Eurobullen an diese horizontale Marke bei 1,3128 heranlaufen werden, aber dann auch hier Widerstand finden, ist heute eingetreten. Der Chart läuft sehr sauber. Sie sehen, wir testen diese Marke und kommen dann etwas zurück. Wir machen dennoch ein höheres Hoch, ein höheres Tief. Und Sie sehen auch hier Indikator, Oszillator weiterhin sehr bullisch, neutrales Momentum, K- und D-Linie umeinander geschlungen, oberhalb der 80er-Marke. Aber nun kommt auch das, warum man mir nicht zusätzlich in den Markt bullisch gehen möchte. Auch wenn es den Bullen gelingen sollte, hier diese Marke hinter sich zu lassen, nämlich den K-Wert bei knapp 95 Zählern, ist uns einfach zu gefährlich, hier diesen Ausbruch dann bullisch zu traden. Andersrum gesehen kann es durchaus passieren, dass wenn die Bullen hier wirklich drüber kommen, dass es mir nichts, dir nichts auch an die 32,50 heranlaufen kann. Aber das Chancen-Risiko-Verhältnis mit einem so hohen K-Wert ist uns einfach zu groß. Deshalb, wie auch gestern schon mit Ihnen besprochen, wir wollen hier die Nebenbewegung abwarten. Und wenn sich sie hier andeutet mit der horizontalen Marke als Widerstand, so haben wir im Bereich dieser aufsteigenden Trendlinie und dieser doppelten horizontalen Marke natürlich auch sehr große Unterstützung auf dem Weg nach oben. Und dann wollen wir versuchen, die nächste Hauptbewegung dementsprechend abzugreifen und den nächsten bullischen Run hier bei Euro-US-Dollar auf der Bullenseite zu traden. Australischer Dollar gegen japanischer Yen haben wir weiterhin unseren Trigger im Markt. Das Ganze wurde Ihnen gestern auch als Anhang in der Triggerliste präsentiert. Hier haben wir eine Stange, die Flaggenformation. Und hier, was sehr lange Widerstand ist, wollen wir aus dem Weg geräumt haben. Den exakten Trigger natürlich auf der Triggerliste plus natürlich den Stop-Loss. Das Ganze weiterhin bestehend für australischem Dollar, japanischem Yen. Mir wäre es eigentlich lieber, Ihnen schöne Formationen zu zeigen, die man traden könnte, aber auch das gehört zum Leben eines Traders dazu. Einfach mal beiseite treten, denn die Märkte sind aktuell nicht einfach zu traden. Weder auf der bullischen noch auf der Short-Seite, zum Beispiel hier kanadischer Dollar, entschuldigen Sie, US-Dollar gegen den kanadischen Dollar im Tag. Aufsteigende Trendlinie, lange Zeit Unterstützung, hier nun wird sie gebrochen, müsste nun eigentlich Short gespielt werden als Swing-Trader. Aber was uns davon abhält, ist zum einen unterstützend noch die 100- und die 50-Tageslinie im Chart. Und in der Woche haben wir auch eine horizontale Marke plus natürlich die 20-Wochen-Linie, die noch hier Unterstützung wirken könnte auf dem Weg nach unten. Im Gegenzug haben wir dann in der 4-Stunde einen bullischen Keil bullisch aufgelöst. Hier gilt die einfache Regel: Wenn man den Markt nicht gut analysieren kann, beziehungsweise er Widersprüche in sich hat, so sollte man den Markt einfach mal machen lassen und sich nach anderen Assets bzw. nach neuen Formationen und Märkten umschauen, die einfacher zu traden sind. Zum Schluss dann doch noch eine schöne Formation, die es natürlich im Auge zu behalten gilt, nämlich US-Dollar, japanische Yen. Wir haben hier eine bullische Flaggenformation. Hier ist die Stange. Hier bilden wir die Flagge und das Ganze gilt es natürlich auf der Bullenseite zu traden. Und das ist auch eher wahrscheinlich, dass das Ganze bullisch aufgelöst wird. Nach dieser bullischen Bewegung konsolidieren wir nämlich nicht über den Preis, sondern über die Zeit. Und wenn die Bullen es dann schaffen, hier diese Trendlinie bullisch zu durchbrechen, sollte auch auf jeden Fall die Kraft reichen, hier über diese Trendlinie zu sprechen, zu durchbrechen. Entschuldigen Sie bitte. Und das gilt es dann bullisch zu traden. Zudem haben wir bereits in der Woche hier diese absteigende Trendlinie schon letzte Woche bullisch aufgelöst. Das Ganze nun eine High Base mit schönen, ja, bullischen Schatten, die nach unten immer wieder gekauft werden. Der Markt lässt es gar nicht mehr zu, dass der Preis hier nach unten kommt. Deshalb hier auf jeden Fall ein Auge darauf halten. Dieser Markt ist eher dazu gewillt, hier wieder bullisch nach oben zu treten. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Leider habe ich es heute wieder nicht geschafft, meine Ausgabe eher online zu stellen als die Rohstoffausgabe. Dafür haben Sie nun die Gelegenheit, beide Ausgaben nacheinander zu schauen. Und natürlich auch noch eine Aktualisierung der Triggerliste wird gegen später für Sie verfügbar sein. Herzlichen Dank, Negeo.